Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zu der zweiten Episode der vierten Staffel. Wir haben ja aufgehört hier mit diesem Bahnhof da. Und da geht es jetzt darum, dass wir das Gleisvorfeld noch fertig machen und ein kleines Depot hinbauen. Was ich hier schon mal gemacht habe, ist ein paar Signale hingestellt und Wassertürme für die, also Wasserkräne besser gesagt, für die Dampfloks, die dann hier reinfahren werden. Und ich habe hier noch ein paar Ausziehgleise daraus gemacht, dass man hier ein bisschen rangieren kann. Habe hier nochmal zwei so X-Weichen hingestellt, dass man hier nur ein bisschen hin und her fahren kann. Und hier dachte ich mir, machen wir irgendwie so ein Depot. Ich habe da mal ein paar Gebäude einfach mal so platziert. Und schauen wir mal, dass wir das jetzt irgendwie logisch verbinden können. Ich habe hier schon mal kurz angefangen mit dem Gleis da, wo wir hier bei diesem Gebäude da durchfahren. Ich finde, das sieht irgendwie mega schick aus. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das gut angeschlossen kriegen. Wie gesagt, ich habe das einfach mal so platziert. Und das Depot will ich hier noch anschließen. Das ist erstmal so der Task für heute. Sollen wir mal hier schauen. Hier mit dem 40er Gleis gearbeitet. Wann haben wir hier die Gerade? Da. Wenn wir hier mit dem erstmal das Äußerste hier verbinden. Das geht. Jetzt die Frage bei dem hier. Sieht das okay aus? Das sieht einigermaßen okay aus. Aber das weiß ich nicht, ob wir das angeschlossen kriegen. Ja, also wir machen es mit einer recht engen Kurve hier. Ja, warum auch nicht? Und dann brauchen wir hier noch das zweite Gleis da. Ist noch vollziehbar aus. So. Ja. Und dann fahren wir das so hier. Ja, der einzige Nachteil, was ich jetzt hier habe, ist, dass die Gleise hier unterschiedlich hoch sind. Das ist ein bisschen doof. Von da hätte ich gern noch das hier so. Das ist auch gut. So, und die inneren zwei. Sollen wir das so machen? Ich schau mal kurz, wie das optisch aussieht. Den Anschluss so mache. Dann kommen wir hier noch ein bisschen rein. So. Kann man machen. Kann man machen. Oh, und hier darf man gar nicht reinfahren. Was ist denn das drin? Ich will mal kurz reingucken. Oh, ich, warte mal. Das ist mit dem Kameratool ein bisschen besser. So, schauen wir mal. Auch gar nicht mal so weit. Da können wir dann auf alle Fälle noch ein bisschen was reinstellen, damit sie nicht so leer ist. Okay, cool. Dann haben wir das hier mal so weit angeschlossen, aber das Gleis fehlt hier noch. Jetzt ist gut oder teuer. Das geht so nicht. Oder will ich das überhaupt anschließen? Das Hinterste, was ich da machen kann, ist das hier. Oh, das wird sogar gehen. Okay. Wilde Konstruktion, aber das geht. Dann ziehen wir hier noch ein bisschen gerade raus. Könnte man eigentlich hier eine kleine Abstellung machen. Ah, wisst ihr was? Da wollen wir jetzt mal das Gleiskonstruktionsmenü nehmen. Ich hätte da gerne so eine Zahl 6, 8. Hä? Also Angel ist das. Ist nicht das, was ich suche. Das da, glaube ich, müsste sein, die Haufe hier. Ja, genau. Oberleitung bitte nein. Standardanzahl Gleise, sagen wir mal 3. Off-Section machen wir closed. Geht das Ganze noch ein bisschen kompakter?
und zuerst Turn out. Das müssen wir hier so kleiner machen. Ja, genau. So. Wenn wir jetzt hier gerade wegfahren. Hier schön parallel. Ja, perfekt. Zwar nicht ganz so in dem Winkel, wie es haben wollte, aber das tut es erstmal. Dann haben wir hier ein paar Abstellgleise. Ist die Frage, geht sich das aus, wenn ich das hier auf der anderen Seite genauso mache? Oh, das könnte spannend werden. Ich ziehe dich jetzt da mal raus. Gerade hier. Oh, ich glaube, das geht sich gerade aus. Nice. Cool, dann haben wir hier 6 Abstellgleise. Dann kann man hier irgendwie schön die Wagen hier abstellen. Dann braucht man hier hinten noch so eine Schiermöglichkeit, dass man hier aufs andere Gleis kann. Das machen wir hier nur für den ersten. Okay, dann kann man da hin und her ranschieren. Also sieht, da können sie die Personenwagen hier rausziehen. Na warte mal, das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Wenn jetzt hier da die ganzen Personenwagen drin sind, die wollen jetzt am Bahnhof bringen. Dann wäre das ja so mit der Rangierlok, bringen die das da hier rein. Da kommt von hinten die eigentliche Lok, kuppelt an und fährt dann wieder weg. Ansonsten kann man das hier hinten reinziehen zum Abstellen und wieder rausfahren. Nicht das idealste Setup. Aber ich glaube, das lasse ich erstmal so. Dann haben wir hier so ein kleines Mini-Depot. So. Dann das Ganze hier mal ebenerdig machen. Das ist wieder ein Haufen Geld. Das ist nicht hopp. Ja, genau. Jetzt habe ich wieder kein Money. Und wir sind hier nicht bündig. Das soll man jetzt noch korrigieren. Okay. Tun wir mal ein bisschen vorlaufen lassen. Dass ich hier wieder Geld habe. Ja, geil. Erstmal ins Minus. Okay. Leute, ich mache mal ganz kurz einen Cut für euch. Und ich warte mal, bis ich so eine Million oder zwei habe, damit ich hier ein bisschen weiterbauen kann. Aber ich glaube, das wird so mein kleines Depot hier. Wir brauchen aber trotzdem noch irgendwie anständiges Betriebswerk. Das ist nur ein bisschen mini zum Abstellen. Für den Tagesbetrieb. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und während ich jetzt auf meine Million gewartet habe, ist mir noch eine Sache eingefallen. Was jetzt hier essentiell fehlt, vor allem für die Dampfloks, ist eine Bekohlungsanlage. Die hat jetzt hier nicht so viel Platz. Und ich würde sagen, wir reißen das Gebäude wieder ab. Und machen hierhin so eine Bekohlungsanlage. Ich habe nämlich extra dafür ein paar Mods installiert. Bekohlungsanlage. Da haben wir eine Kohlestürzbühne. Die möchte ich hier gern hinklatschen. Irgendwie so. Und was jetzt ein bisschen doof ist, ich hätte gern das Gleis und den Prellbock. Das soll quasi wie das zweite Gleis sein hier für die Drehscheibe, wo man hinkommen kann. Andererseits. Ja, doch, Bekohlung will ich da lassen. Wasserturm hier rein. Und was wir jetzt hier noch brauchen, ist irgendwie einen schlauen Anschluss, wie die hier mit der Kohle darauf kommen. Und dazu habe ich auch was drauf. Ich muss es nur noch finden. Eine bessere Sortierung hier drin wäre schon geil. Sucht teilweise ewig nach den Sachen hier. Weit kann es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Ich habe viel zu viele Assets hier drauf. Das gibt's doch nicht. Ich dachte nicht, dass es so weit hinten ist. Nee. Wir haben es bei der Season 3 einmal verbaut gehabt. Hm. Das ist teuer. Wo ist es? Das sind die Gebäude von vorhin.
Ah, da. Kohlebunker. Alles klar. Wie kriege ich euch da runter? Was hier zwar die Schienen, aber nichts, was hier nach oben geht. Das sind coole Sachen für unten. Sehr gute Frage. Wir haben da alle diese Trichter hier. Und einen Kran. Aber das bringt wie nicht viel. Außer man sagt, hier unten macht man so einen Kran hin, der das da nach oben bringen kann. Aber das macht das Sinn? Klar, dann hätte man hier so einen Kran. Das ist aber einer, der nach vor und zurück fährt, oder? Genau, in die Luft mit dir. Na, du bist. Du stehst. Ist gut oder teuer? Er, glaube ich, wird fahren. Er hat so diese Schienen hier drin. Ja, genau. Er kann dann vor und zurück fahren. Man könnte mal wie sagen, da links ist dann das Kohledepot und kann das dann hier beladen. Ist jetzt nur vom Abstand her passen, das. Ja. Aber trotzdem, ach hier, das wäre der Aufgang hier nach oben. Da müsste man wie so ein, vielleicht was ein kleines, ja, so einen kleinen Linienwagen hier oben rauf platzieren. Dass man das dann so runterschütten kann. Der Kran zum Beladen, okay. Jetzt mal kurz gucken. Das sieht jetzt von der Ausrichtung her, das passt. Stellen wir dich mal hier hin. Und jetzt diese. Okay. Jetzt erstmal den Boden hier mal gerade machen. Södre. Gehen wir nochmal jetzt zurück. Der Boden ist jetzt aber nicht komplett flach hier. Planierungstool. Oh, ein kleiner hier. Ah, shit. Der ist zu hoch hier. Was ist der Unterschied zwischen dem und. So, der ist einfach nur größer. So, gucken wir mal, dass wir hier unten sind. So. Das müsste jetzt von Abstand her passen. Allein bist du auch. Cool. Dann die Schienen. Hier seitlich an. Ja, das war ein Stück nach unten. Ich glaube, so wäre es realistisch. Zumindest machen wir hier zwei in der Länge. Ja, passt jetzt nicht ganz, aber sieht eh keiner. Und die Endstücke, dass du hier nicht weiter rausfahren kannst. Einmal so und einmal so. Okay, cool. Das gleiche noch auf der anderen Seite. Ist okay, cool. Mit den Dingern kann ich jetzt hier nichts anfangen, außer dass man hier drunter fahren könnte und dann könnte man Kohlewagen beladen. Aber jetzt brauche ich mal hier wie so ein. Ja, das Kohlelager hier. Also, das ist eigentlich ganz schön fett hier, ne? Hm.
weil das, wir müssen ja wie eine Anlieferung machen, dass die ganze Kohle hier reinkommt. Und der bringt das dann da vorne hin. Das wäre dann eigentlich schon das Lager hier, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen das so, dass das hier das Kohlelager ist. Ein bisschen überdimensioniert. dann werden wir hier so eine Eisenbahnschiene hier reinmachen, also Gleise. Dann könnte man hier theoretisch mit dem Kohlewagen reinfahren. Und der lädt sich das dann mit dem Greifer hier da rein. Nicht ideal, aber ich glaube, das würde funktionieren. War da irgendwas zum Entladen noch irgendwie hier? Ne, nur so ein Megakran für da. Das ist noch nicht so ganz richtig. Ach, Moment mal. Er hat hier da so ein kleines Wegele drauf. Macht das dann Sinn, dass das dann hier so dran ist? Das passt aber von der Höhe nicht. Wie hoch müsstest du sein, damit du hier reinpasst? Bist aber unten nicht mehr am Boden, oder? Nee. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen im Netz gucken, was da Sinn machen würde. Aber genau so ein kleines Wegelchen hätte ich gern hier oben. Ja. Okay, gut. Dann Schienen hier rein. So zwischendurch hier. War es vielleicht nicht ganz so schlau, da so in der Mitte anzufangen. Sind wir hier mittig? Ja, weitestgehend. Okay, und aber hier... Wir machen hier komplett eigenen Anschluss für das Ganze. So. Und von hier noch ein bisschen weiter. Möglichst gerade. Könnt ihr da mit dem Zug reinfahren? Den ganzen Kohlewagen. Macht das Sinn, was ich da gemacht habe? Auf alle Fälle könnt ihr nochmal drüber abstimmen, aber ich glaube, ja, reinfahren, hier Kohle abladen, dann könnt ihr sie hier hochladen, damit man hier einen Vorrat hat. Und dann könnt ihr hier da die Loks beladen. Es geht bestimmt schöner. Und sorry, das war mein Handy. Eventuell macht man hier noch. Geht sich das aus, dass ich sag von da nach da. Ah, da ist die Krümmung zu groß. Okay, dann lassen wir das mal hier so. Das Einzige wäre es theoretisch, könnte man sagen, man fährt dann hier noch gerade weiter und hat wie so einen kleinen Lagerplatz für den ganzen Kohlewagen. Sieht das doof aus. Kurve da geradeaus rein. Und machen hier noch ein zweites Gleis. Da müssen wir nicht viel stehen, vielleicht nur ein paar. Und fahren dann hier sauber wieder rein. Ich denke mal, so sieht es okay aus. Okay, ja, doch, lassen wir es erstmal so. Achso, das war jetzt generelles Planierungstool. Mal sieht man so halbwegs nicht schön wieder. Hier hinten auch und. Das war's. So, das wollte ich hier noch korrigieren. Dass das hier anständig aussieht. 1, 2, 3. Ah, fuck, jetzt habe ich hier alles weggemacht. Ist das jetzt hier gleich? Einmal gerade bitte wieder. Ich glaube, so ist es gleich. Dann hier bitte nochmal weiterfahren. Ja, perfekt.
Ja, passt nicht ganz, aber besser als nichts. Okay. Und einmal planieren hier bitte. Okay, das ist jetzt ein mega Gleiswahnsinn hier. Das geht optimiert, aber warum auch nicht? Das heißt, jetzt wäre dann die Zeit, dass wir hier die ganzen Assets hinklatschen. Vor allem hier hätte ich irgendwie so Kohlewagen, Rangierfahrt und es wäre nur fraglich. Warte mal, Wasserturm. Wo stellen wir den Wasserturm hin? Was soll man denn? Ich würde sagen, den stellen wir hier hinten hin. Und Wasser fassen machen wir gerade hier. Könnten wir eigentlich gerade auf beiden Seiten machen. Wenn jetzt gerade zwei Loks mal raus müssen. Ja, jetzt dann die Drehscheibe kommt dann aufs andere Ding. Können dann hier Kohle noch fassen. Und ansonsten glaube ich, nachdem hier auch überall Wasserkräne sind, braucht es jetzt da nicht mehr. Wollen wir hier eine Dieseltankstelle noch hinstellen? Oder sagen wir, ist das hier nur Dampf? Ah, ich würde sagen, das ist hier nur Dampf. Was jetzt noch cool wäre, wäre es noch so eine Grube, wo wir die ganze Schlacke und so weiter rauslassen könnten. Oder vielleicht eine Gleiswaage dafür zweckentfremden? Nein, das sieht doof aus, oder? Ja. Gibt es sowas wie eine Grube? Was sind das hier? Gruben. Zum Entschlacken und Warten von Lokomotiven? Yes! Okay, aber das ist eine größere Anlage. Gibt es das auch in klein? Okay. Es hat auf alle Fälle dediziertes. Hey, Moment, ich kann mal ganz kurz husten. Dediziertes Gleis für das. Wollen wir das gerade mit der großen Anlage machen hier? Das ist nur die Frage, wo haue ich denn das jetzt hin zum Entschlacken? Das ist jetzt wie schon belegt hier drin. Hier wird es vielleicht noch Sinn machen. Ach was, wir machen das erstmal mit dem Kleinen hier. Und na, wohl, machen wir es doch mit dem Großen. Entschlackungsanlage. Ich glaube, die stellen wir irgendwie so hier hin. Das heißt, wir werden hier mit dem Gleis nochmal rausfahren. Hier, oh ja, cool. Du kannst dann hier attachen. So, und hier mit dem zweiten Gleis noch dahin. Das sieht irgendwie echt schlimm aus. Das ist echt der Gleiswahnsinn, den ich hier bastelt habe. Aber cool. Dann haben wir jetzt hier die Entschlackungsanlage. Hier noch. So, da fahren hier noch ein bisschen weiter. Cool, dann haben wir hier mal eine professionelle Anlage für das, aber das ist speziell. Wir haben ein kleines Betriebswerk da. Ja, doch, das. Das nächste Mal ein bisschen anders bauen. Aber jetzt lassen wir das erstmal so. Das wird dann schon gut ausstehen mit den ganzen Assets. Das hier noch ein bisschen begradigen hier. So, das war's dann erstmal hier vom Grundbau. In der nächsten Episode machen wir den Schönbau von dem Ganzen. Und ja, bin schon gespannt, wie es dann aussehen wird. Also, bis bald. Macht's es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server.
Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.